Hallo und herzlich willkommen zu unserer Andacht am Sabbatanfang. Ich würde gerne mit euch kurz über einen Vers nachdenken, der mir sehr wichtig geworden ist. Johannes 8, Vers 32. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was meint Jesus denn damit? Es kann ja keine normale Wahrheit sein wie 1 plus 1 gleich 2, denn die hat überhaupt keine Kraft, uns frei zu machen. Nur die Wahrheiten der Bibel und die uns der Heilige Geist vermittelt, die haben tatsächlich das Potenzial, uns zu verändern, uns zu helfen. Alles fängt tatsächlich bei unserem Verstand an, bei unserem Denken. Sprüche 4,23 drückt das wie folgt aus: Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Falsche Gedanken können uns tatsächlich in eine völlig falsche Richtung lenken, können unser ganzes Leben in eine schlechte Richtung führen. Es kann uns so gehen wie den Elefanten. Elefanten werden, wenn sie großgezogen werden, gerne von den Besitzern an einen Stock gebunden mit einer langen Kette. Und sie lernen als kleines Baby, dass sie nur in diesem Radius bleiben können. Und später, wenn sie groß sind, dann kann man die Kette abmachen und oder den Stock wegmachen und die Elefanten denken immer noch, dass sie angebunden sind. Und dann laufen sie den Rest ihres Lebens in diesen 10 bis 15 Metern Radius, obwohl sie so große und mächtige Tiere sind und jederzeit abhauen können. Das heißt, die Elefanten leben ihr Leben lang mit einer Lüge, die sie gefangen hält und die ihr Leben in eine schlechte Richtung eigentlich führt. Der Dompteur würde das natürlich anders sehen, dass das gut so ist. Wir können wie dieser Elefant sein. Wir können auch uns an unsere Ketten gewöhnt haben. Und die Frage, die ich mir stellen möchte mit diesem Vers ist, was sind denn unsere Ketten? Gibt es vielleicht etwas, was uns persönlich auch zurückhält? Was schleppe ich mit mir rum, was nicht wahr ist über mich? Das kann so klassisch sein wie das Thema Schuld. Ich habe vielleicht den Gedanken, dass ich so viel Schuld auf mich geladen habe, dass Gott mir nicht mehr vergeben kann. Ich kämpfe vielleicht schon seit Jahren mit einem Charakterproblem oder mit einer Sucht und es wird einfach nicht besser. Und der Gedanke könnte aufkommen, jetzt habe ich das so oft gemacht, Gott kann mir einfach nicht mehr vergeben. Aber die Wahrheit ist, die uns frei macht, dass das nicht stimmt. Denn Gott vergibt uns gerne und wir können gerne immer wieder zu ihm kommen. Also kämpfe weiter und hol dir die Vergebung bei Gott ab. Thema Versagen wäre auch so ein Bereich. So denkst du, schaffst gar nicht das, was du dir vorgenommen hast. Du müsstest das und das tun. Du bist ein Versager. Aber die Bibel sagt, dass du kein Versager bist. Natürlich möchte Gott dich gebrauchen mit seinen Gaben, die er dir gegeben hat. Möchte dich einsetzen für sein Reich, aber du musst deinen Wert gar nicht mehr beweisen, denn du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist wertvoll und wichtig, ohne Leistung zu bringen. Also nimm das Versagerschild ab. Hoffnungslosigkeit könnte ein dritter Bereich sein, weil du vielleicht schon seit Monaten und Jahren für eine Sache oder ein Bedürfnis betest und es passiert überhaupt nichts und man könnte auf die Idee kommen, na, wo ist denn Gott? Kümmert er sich überhaupt um mich? Hat er mich verlassen? Aber von der Bibel her liegt ja nichts ferner. Gott ist der liebevollste Papa, den wir haben können. Er kümmert sich um uns, er sorgt für uns und er ist an unserer Seite. Und er weint mit uns, wenn es schlecht geht. Stell dir nun mal vor, du könntest tatsächlich aus diesen Wahrheiten dein ganzes Leben gestalten. Also nicht nur so, wie wir das gerne machen, wir sagen es, Gott ist die Liebe, sondern du fühlst das wirklich in deinem Herzen und du kannst das wirklich leben. Du kannst aus dieser Kraft heraus dein Leben gestalten. Du weißt, dass du geliebt bist, deshalb kannst du Fehler machen, deshalb kannst du groß denken. Du kannst dich sicher in Gottes Hand fühlen, deshalb kannst du sagen, was du denkst und was du meinst. Du bist schließlich eine Königin oder ein König oder ein Priester, eine Priesterin Gottes. Du hast was zu sagen und musst nicht im Dreck herumkriechen. Du hast die mächtigste Person an deiner Seite, die es gibt. Ich könnte natürlich noch so weitermachen, aber ich glaube, der Punkt ist deutlich. Eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich für mich gewonnen habe und die ich dir unbedingt heute mitgeben möchte. Glaube nicht alles, was du denkst. Glaube nicht alles, was du denkst. Es ist nicht wahr, nur weil du es denkst. Ein Gedanke, den ich habe, ist nicht automatisch deshalb wahr, weil ich ihn denke. Deshalb glaube ich, dass es zum geistlichen Wachstum sehr dazugehört, sich regelmäßig zu hinterfragen und zu checken, ist das, was ich denke, wirklich im Sinne Gottes? Stimmen meine Gedanken? Also wenn ich an mich denke, dann denke ich eine ganze Menge Quatsch. Und deshalb ist es wichtig, das regelmäßig zu checken. Bin ich da überhaupt auf dem richtigen Weg? Oder gibt es da vielleicht eine Kette, irgendwas, was mich tatsächlich dann bindet, weil es eben keine Wahrheit ist? Und deshalb will uns diese Wahrheit frei machen.
Im Römerbrief wird es dann so ausgedrückt, 8 Vers 6, wozu uns die alte sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Alles, was wir tun, beginnt eben auch in unserem Kopf. Wir denken etwas und dann tun wir es. Du wirst nie etwas machen, was du nicht vorher auch bedacht hast. Und dann beginnt der Kreislauf unseres Lebens sich zu entwickeln. Und zwar kommt aus unseren Gedanken, kommt die Grundhaltung, die wir haben, dann kommt das Handeln. Wenn du das häufig genug machst, hast du eine Gewohnheit. Und schließlich wird aus der Gewohnheit dann auch dein Charakter. Es gehört nachher so zu dir, so eng, wie es nur geht. Und deshalb beginnt alles damit, dass man tagtäglich seinen Verstand mit den Wahrheiten Gottes füttert. Ich möchte dich an diesem Sabbat deshalb einladen, damit zu beginnen. Du hast natürlich deinen Verstand schon damit gefüttert, weil du ja wahrscheinlich in der Bibel liest. Aber was ich meine ist, suche dir eine Wahrheit oder mehrere Wahrheiten, die du brauchst. Du sagst, da brauche ich eine Zusage Gottes für meine Angst, für meine Sorgen, für was auch immer womit du gerade kämpfst. Und dann lies diese Zusage nicht nur einmal, diese Wahrheit, sondern lies sie immer und immer wieder. Suche dir andere Möglichkeiten, dass dieser Gedanke in deinem Kopf ganz, ganz stark wird. Und je stärker der in deinem Kopf wird, desto mehr wird er in dein Herz sinken. Und wenn er in dein Herz sinkt, dann hat das auch immer mehr Auswirkungen auf dein Leben. Und dein Leben wird immer freier werden, weil der Heilige Geist dich dazu befähigt. Insofern macht die Wahrheit uns frei und ich wünsche dir ganz viel und mir auch ganz viel Freiheit in unserem Leben, dass wir das Leben in Fülle genießen können. In dem Sinne, einen gesegneten Sabbat und genieße es, dass du Kind Gottes bist und das feierst du ja an diesem Tag, dass du zu ihm gehörst und er dein Schöpfer ist. Auch eine ganz wichtige Wahrheit. Gottes Segen. Thank you.